Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und es geht ja Schlag auf Schlag mit Videos, wenn ich mir das Ganze hier so angucke. Im Vergleich zu sonst ist das schon das dritte Video in Folge. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und ich will heute mal ein Thema ansprechen, was mir schon, wozu ich längere Zeit was sagen, schon sagen wollte, aber was gerade aktuell wieder angesagt ist, beziehungsweise angesagt war. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber es geht mir ja allgemein um das Thema. Und zwar sind Pro-Gamer, Vorbilder, wobei Vorbilder das falsche Wort ist. Im Englischen verwenden sie dafür so das Wort Role Model, was ich echt schwierig. Das heißt zwar quasi Vorbild, ja, also das ist schon, kannst du mehr oder weniger direkt übersetzen mit Vorbild, aber ich finde, das bedeutet noch mehr. Also ich würde quasi unter Role Model quasi noch so menschliches Vorbild, würde ich sagen, so quasi so menschlich, ethisch, so irgendwie so, das ist ein Vorbild, so, weil es ist schwierig, schwierig, ja. Im Englischen sagen sie, wie gesagt, Role Model dazu, also sprich, ob Pro-Gamer Role Models sind. Oder halt, sagen wir es einfach mal auf Deutsch, Vorbilder. Und ich würde sagen, ja, ja, nein. Und zwar, diese drei Sachen, wie ich das meine, ist Vorbild für Gameplay, eindeutig, klar, ja. Jeder, der gut werden will in einem Spiel, hat sich schon Pro-Gameplay angeguckt, das ist auch wichtig. Neben dem, dass man sich sein eigenes Gameplay anguckt. Pro-Gameplay angucken, analysieren ist wichtig. Auf Turnieren wird sich Sachen abgeguckt. Wer CSGO spielt, wird sich Get Right angucken. Oder wer LOL spielt, guckt sich, wer war das? Faker mit irgendwie 1 Million Zuschauer oder irgendwie sowas auf Twitch an. Klar, Gameplay-technisch, keine Frage, sind Pros Vorbilder. Und jetzt kommen wir zu den anderen zwei Punkten. Einmal Vorbild für das Verhalten, ja, also sprich jetzt nicht gameplay-technisch, also sprich, wie spielt man gut, Vorbilder für das Verhalten in-game, da würde ich sagen, ja, wobei es das da schon eher zu einem Naja tendiert, und Vorbild quasi so menschlich gesehen, da sage ich eindeutig nein. Ich denke, da können wir auch mal zu normalen Sportlern gucken, ja, da gibt es auch genug, die irgendwelche komischen Dinger treiben. Ja, Tiger Woods, der irgendwie, was weiß ich, wie viele Mädels gebankt hat. Wobei, das vielleicht, gut, das war jetzt vielleicht ein doofes Beispiel. Das ist vielleicht für viele ein Role Model, ja. Gut, der war dabei verheiratet. Das sind so Sachen, war der Aufschrei auch groß. Aber ich denke, da muss man bei Pros auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aktuelles Beispiel, Overwatch XQC. Vielleicht guckt der ein oder andere seinen Stream. Ist ein Pro, der jetzt bei Dallas Fuel spielt, das ist das ehemalige Team Envious. Ja, die Overwatch-Teams haben jetzt alle, finde ich, doch recht merkwürdige Namen. Wie gesagt, ich weiß warum, und Overwatch League und drumherum ist das ehemalige Team Envious, wurde jetzt zu Dallas Fuel und exklusiv wird in Zukunft für Dallas Fuel spielen. Ist also quasi eines der Aushängeschilder, sowohl vom Bekanntheitsgrad her auf Twitch, als auch ein Aushängeschild für Blizzard, was die Overwatch League angeht. Und ich blende euch jetzt mal den Clip ein, um den es geht. Denn er wurde gebannt, und zwar 3 Tage dafür, dass er Leute reportet hat. So, jetzt haben wir uns das Ganze angeguckt. Wer dem Stream von XQC folgt, der wird wahrscheinlich wissen, dass das doch schon teilweise ziemlich überzogen ist. Aber ich für meinen Teil kann sagen, finde ich den Stream ziemlich unterhaltsam, aber es ist natürlich überzogen, ja. Also sprich, auf der Autismus-Skala bewegt sich wahrscheinlich XQC ziemlich weit rechts. Aber ich finde den Stream echt unterhaltsam. Und es gehört auch ein bisschen einfach zur Show dabei, die er auf seinem Stream macht. Das muss man auch ganz klar sagen. Der Stream von XQC ist, oder warum so viele Leute gucken, er hat abends teilweise 6.000, 7.000 Zuschauer. Ein Großteil der Zuschauer ist nicht nur wegen dem Gameplay da, wo wir beim ersten Punkt sind, Vorbild für das Gameplay, sondern die sind auch wegen der Show da und seinem Rumgeschrei und seinem Ausgeraste und sonst was. Klar, dass er Reports abschickt.
Wora Fuck You reinschreibt, was ja quasi indirekt an Blizzard gerichtet ist, ist für'n Arsch. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber, und das ist der Punkt, wo ich finde, wo man echt nicht pipsicher sein muss als der Papst und was auch viele, die sich da jetzt so wahnsinnig drüber aufregen, dass er eben ein ganz schlechtes Aushängeschild ist und so ein ganz schlechtes Vorbild ist und sowas. Wie gesagt, wurde sich extrem drüber aufgeregt, wo die, finde ich, ein bisschen übertreiben. Man muss sich mal überlegen, er als Pro spielt das Spiel stundenlang am Tag, sowohl auf professionellem Level als auch in seinem Stream, was nun wiederum auch Werbung für das Game ist. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in diesem einen Stream die beste Werbung, aber er muss sich quasi dem Spiel und allem drumherum sehr lange Zeit aussetzen. Und jeder, der mal ein Spiel im Ranked gespielt hat, der weiß, dass man oftmals einfach ein bisschen toxic ist und am Rumragen. Es gibt Leute, die übertreiben es total. Das sollte man natürlich nicht entschuldigen und quasi sagen, man darf alles machen, was man will. Aber wer Overwatch Ranked schon mal gespielt hat, dass man da ein bisschen stinkig ist, kann ich irgendwo nachvollziehen. Und ich habe seinen Stream zu diesem Zeitpunkt leider nicht geguckt. Aber ich habe mir ein paar Ausschnitte angeguckt. Es war anscheinend so, der Typ wird ja nicht ohne Grund reportet, den er dann reportet. Der war wohl ein paar Games vorher bei ihm im Stream, in-game, und hat halt schön gethrowt. Also sprich quasi absichtlich verloren oder wie man das bei LOL nennt, gefeedet oder wie auch immer. Also das heißt, der Report an sich war nicht unberechtigt, allerdings die Art und Weise. Da muss man jetzt nicht sagen, ja, das ist ganz toll, aber ich finde, man muss es in dem Fall auch nicht übertreiben. Und Overwatch Ranked hat einfach so eine gewisse Toxic-Komponente drin. Und als Pro, der man sich der ganzen Sache so viele Stunden am Tag aussetzen muss, würde ich sagen, kann man da echt mal ein Auge zudrücken. Und ich finde es okay, dass sie ihn bannen für sowas. Ja, ich meine, man sollte jetzt nicht gerade noch die Leute ermutigen, sowas zu machen. Aber da jetzt die große Moralpolizei zu spielen, wie es auf Twitter und Reddit und so gelaufen ist, finde ich ein bisschen übertrieben. So, aber nochmal zurück zu dem Thema Vorbilder, also sprich Pros Vorbilder. Wie gesagt, gameplay-technisch auf jeden Fall Vorbilder für das Verhalten in-game. Auch, ja. Also sprich, wenn es jetzt im Trend ist, irgendwelche speziellen Dinger in-game zu machen oder irgendwelche doofen Sprüche in-game zu machen, weil das irgendein Pro gemacht hat, ja, dann machen das die Leute mehr oder weniger nach. Also ja, dafür ist er auch ein Vorbild. Aber wo es wirklich aufhört, finde ich, ist Vorbild so von der menschlichen Seite. Da muss man es wirklich nicht übertreiben. Ich denke, auch Pros sind keine Götter, auch Pros machen Fehler. Genauso könnte man das jetzt mal auf normale Sportler münzen. Und jeder ist dafür selbst verantwortlich, was er macht. Man kann sich nicht damit rausreden, ja, ich mache das jetzt nur, weil das irgendein Pro gemacht hat. Ein Pro baut genauso Scheiße wie du und ich auch. Und man sollte das einfach nicht mit zweierlei Maßstab messen. So nach dem Motto, ich kann der größte Toxic-Spast auf der Welt sein, aber wenn der Pro einmal Scheiße baut, dann gehört er am besten direkt aus seinem Team gekickt. Sowas Idiotisches, ganz ehrlich. Warum sollte man ihn aus seinem Team kicken? Das haben wirklich Leute gefordert, ja. Muss man sich echt mal vorstellen. Also man kann es wirklich übertreiben. Wahrscheinlich sind das die größten Toxic-Typen überhaupt in der Ladder oder im Ranked, die sowas fordern. Also da muss man es meiner Ansicht nach wirklich nicht übertreiben. So, das waren meine 5 Cent dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, videotechnisch geht es ja echt Schlag auf Schlag hier aktuell. Krasses Zeug. 8 Minuten gelabert. Wir machen an der Stelle Schluss. Mich würde es interessieren, was ihr zum Thema sagt. Ihr wisst, ich lese alle Kommentare. Ich bin gespannt, was da so kommt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.